Weißt du gerade auch einfach nicht, wie du mehr auf die Außenwelt reagieren sollst? Ist dir einfach gerade zu viel? Fühlst du dich ohnmächtig und irgendwie hilflos? Dann bleib dran. Willkommen. Willkommen und erst nochmal ein wundervolles Weihnachtsfest und ganz, ganz liebe Grüße zu diesem 26. Dezember. Ich hoffe, dass du ein wundervolles Fest mit deiner Familie verbracht hast. Und genau deswegen mache ich jetzt gerade diese Nachricht für dich, dass wenn jetzt diese Familienzeit, die Zeit der Besinnung, die Zeit der Liebe, der Verbundenheit, der Ruhe für dich vorbei sein wird. Und sie wird irgendwann wieder vorbei sein. Und vielleicht hörst du diese Nachricht auch einfach, wenn Weihnachten schon vorbei ist. Und trotzdem wird sie aktuell sein. Denn wenn du aus der Ruhe wieder heraus bist und im Alltag bist, holt er dich oftmals so schnell wieder ein. Der ganze Stress, die ganze Ohnmacht, diese Überforderung von außen, was jetzt gerade in dieser verrückten Welt, gerade mit uns als Menschheit passiert. Und wenn es dir einfach zu viel ist und du gar nicht mehr weißt, wie du darauf reagieren sollst, dann lass dir einfach mal gesagt sein, es ist okay, denn du bist nicht alleine, es geht gerade ganz, ganz, ganz vielen Menschen so. Sogar ein Großteil der Menschen, denen geht es gerade genau so wie dir. Vielleicht sogar noch schlimmer. Und was kannst du jetzt machen? Was kannst du jetzt machen, wenn du dich ohnmächtig fühlst? Was bedeutet das? Du fühlst dich ohne Macht, ohnmächtig. Das heißt, du hast deine Macht abgegeben. An wen auch immer, erstmal. Aber das bedeutet, dass wenn du dich nicht mehr ohnmächtig fühlen möchtest, wenn du dich wieder machtvoll fühlen möchtest, dann musst du deine Macht, die du abgegeben hast, wieder zurückholen zu dir. Denn dann kannst du über dich und dein Leben entscheiden, wenn du dir deine Macht, deine Kraft wieder zurückholst. Denn durch deine Entscheidungen generierst du auch quasi wiederum Kraft. Denn selbst wenn du eine Entscheidung triffst und sie ist dann vielleicht für dich anstrengend, vielleicht war es auch ein Fehler, aber du weißt, dass, und selbst diese anstrengende Zeit passiert jetzt aufgrund der Entscheidung, die ich getroffen habe und nicht jemand anders aus der Politik zum Beispiel. Und das alleine sorgt einfach schon dafür, dass du auf einmal schlagartig viel mehr Ruhe und Kontrolle über dein Leben hast. Und deswegen ist es zum einen einfach so wichtig, dass du deine Macht wiederum bei dir hast. Zum nächsten, wenn du nicht mehr so hilflos herumtrudeln möchtest, ist es auch sehr, sehr hilfreich, wenn du weißt, was für Werte du hast. Denn vielleicht fühlst du dich unwohl bei gewissen Handlungen, zu denen du dich jetzt gerade in dieser speziellen Zeit genötigt fühlst. Und wenn du jetzt weißt, was deine Werte sind, dann kannst du für dich entscheiden, ob du dieses tun möchtest oder nicht. Oder ob das halt gegen deine inneren Werte geht oder halt eben nicht. Wenn du es aber nicht weißt, dann kann es sein, dass du einen permanenten Wertekonflikt hast, denn Werte hat man auch, selbst wenn man sie nicht benannt hat. Dann hast du sie trotzdem, dann hast du sie halt unbewusst. Und genau dadurch kannst du unbewusste Konflikte, Wertekonflikte in deinem Leben haben,
die dir quasi selber nochmal Kraft rauben. Und genau in dieser Zeit brauchst du einfach alle Macht, alle Kraft, die du haben kannst. Und deswegen willst du diese nicht in einen internen Konflikt über Werte abgeben. Vielleicht kennst du jetzt auch, wenn du jetzt noch regelmäßig Nachrichten schaust oder im Internet Nachrichten liest, wo auch immer du dich informierst und du dann solche Phrasen hörst, wir müssen jetzt XYZ oder da müssen wir jetzt kollektiv durch. Das sind immer ganz, ganz spannende Phrasen, wenn auf einmal du als Individuum quasi nicht mehr zählst und jetzt verallgemeinert wirst und ein Kollektiv gebildet wird und du auf einmal in dieses Kollektiv hereingeschmissen wirst, ohne dass du es vielleicht wolltest, aber auf einmal gehörst du zu diesem Kollektiv und weil dir die Menschen auf der anderen Seite des Bildschirms sagen, dass du in dem Kollektiv bist, glaubst du, dass du da drin bist und machst es halt, ohne es vielleicht so sehr zu hinterfragen. Aber genau dabei solltest du dir etwas hinterfragen, denn ich selber kenne das aus dem Buchtipp für dich, Psychologie der Massen. Allerdings habe ich auch selber fast ein Jahrzehnt bei der Marine, also bei der Bundeswehr gedient. Und das ist einer der Hauptplätze, in dem nur noch das Kollektiv da ist und in der dadurch das einzelne Bewusstsein quasi eliminiert wird und du als Kollektiv einfach all das machst, was der Vorgesetzte dir vorsetzt. Egal was es ist. Dir wird es nicht schmecken, aber trotzdem macht man es halt. Das kann dazu beitragen, dass du dich ohnmächtig, hilflos und irgendwie in einem Sog befindest. Es kann ein Teil dessen sein. Und genau deswegen solltest du dich jetzt einfach mal fragen. Einfach mal fragen, was willst du? Was will ich? Ist es das, was mir als Kollektiv gesagt wird, was ich wollen möchte? Oder ist es etwas anderes? Weiß ich noch, was ich möchte? Weiß ich das noch? Oder aufgrund des vielen kollektiven Wollens habe ich vergessen, habe ich verlernt, was ich selber möchte? Denn du musst bedenken, wenn du selber nicht mehr weißt, was du möchtest, gibst du wieder deine Macht an andere ab, weil dann werden andere Menschen dir sagen, das möchtest du. Denn irgendetwas wirst du wollen, ob von anderen oder von dir. Und das ist der nächste Punkt, bei dem du wieder Ohnmacht, Hilflosigkeit spüren kannst, wenn du etwas tust für andere, was du vielleicht gar nicht möchtest. Deswegen erforsche dich, ob das, diese aktuelle Zeit, die Qualität, das, was von außen dir gesagt wird, was richtig ist, was du tun sollst, ob das ist, was du möchtest. Ich habe nicht gesagt, dass das einfach wird und dass das schnell passieren wird und dass du schnell Antworten kriegen wirst. Was du vielleicht jetzt schon kriegen wirst, wenn du nicht die Antwort hast, was du möchtest, ist ein Gefühl. Das Gefühl, ja, das ist das Richtige
oder nein? So ein Grummeln oder eher so ein. Orientiere dich einfach an einen etwas leichten oder etwas schweren. Und frag dich jetzt einmal, ob die Entscheidung, die im Kollektiv dir nahegelegt werden, ob die leicht sind oder ob die schwer sind. Denn alles, was schwer ist, ist falsch. Es ist nicht richtig. Und ja, dein Kopf wird jetzt vielleicht irgendwas anderes sagen, aber letztendlich wissen wir beide, wir fühlen jetzt beide, dass das Leichte, das Angenehme, das Richtige ist und das Zusammenziehende, das Enge, das Schwere, das Falsche ist. Das wissen wir beide. Wir fühlen es beide. Und wir haben kollektiv eine gewisse Art Angst in uns, dass wir uns verlieren, dass wir nicht mehr glücklich sein können oder dass wir erst dann, wenn wir Quote X erreicht haben oder Belegung Y und, was man alles so hören, lesen kann, dass wir erst dann wieder glücklich sind, dass wir rausgehen dürfen, was auch immer dürfen und eine gewisse Verzweiflung vielleicht auch. Und all das sind wiederum Machtabgaben, die wir haben. Und seine Macht sich wiederzuholen, das ist ein langer Weg. Alles andere wäre eine Lüge. Vor allem, wenn wir sie halt wirklich dann Politikern gegeben haben. Wenn wir Politiker die Macht über unser emotionales Befinden haben, gegeben haben. Ja, es mag ja okay sein, wenn du einem Politiker deine Stimme gibst, dass er in deinem Sinne für dich entscheiden darf. Aber du hast ihm nicht deine Macht gegeben, dass er emotional über dich entscheiden darf. Das hast du nicht. Das hast du nicht. Und diese Macht darfst du dir Schritt für Schritt wieder zurückholen, dass du über dich emotional, über deine Gefühle entscheidest. Und deswegen möchte ich dir noch viel, viel mehr ein Buch von Viktor Frankl empfehlen. Man Searching for Meaning oder Ja zum Leben sagen. Das ist ein Buch von einem KZ-Überlebenden. Und dieser Mensch beschreibt seine Zeit im KZ. Er beschreibt quasi die Hölle auf Erden. Also all das, was du gerade glaubst, durchzuleben, hat er mal 100 Mal schlimmer gehabt. Wirklich. Und das beschreibt er. Und er beschreibt, wie er es geschafft hat, seine Kontrolle, seine Welt zu behalten und er erklärt aber halt auch in dem Buch, warum andere Menschen ihre Macht verloren haben und aufgegeben haben und gestorben sind in dieser Zeit und wie er überlebt hat und darüber schreiben kann. Oh, das ist ein krasses Buch. Und dieses Buch kann dir unglaublich viel geben, auch ganz, ganz viel Hoffnung, denn das ist der Weg, den wir jetzt gerade tatsächlich kollektiv zu gehen haben. Es ist ein Muss, denn wir haben es jahrzehntelang ignoriert, kollektiv ignoriert, haben wir unsere Macht an andere abgegeben und nicht unsere eigene Macht gelebt, überhaupt wahrgenommen, sie geehrt. Und genau das ist jetzt gerade eine der Hauptaufgaben unserer Zeit, wieder in unsere Macht, in unsere Schöpferkraft, in die Macht, unser Leben zu kreieren, zu erschaffen und in die Macht, unsere Gefühle zu steuern, zu kommen. Das ist eine unserer Hauptaufgaben jetzt gerade als Menschen, als Kollektiv.
Denn dann wird auf einmal auch dieses ganze, diese dunkle Wolke am Horizont, die wird dann wegziehen. Die wird auf einmal gehen. Die wird nicht mehr da sein, wenn du erkennst, dass du die ganze Zeit dafür gesorgt hast, dass Wolken am Himmel sind. Oder du sagst, ich möchte Sonne haben und 20, 25 Grad. Das kannst auch du. Und genau damit möchte ich enden, dass du dies kontrollieren, steuern kannst. Und auch ich habe jahrelang nicht geglaubt, dass es möglich ist. Und jetzt habe ich das absolute Gegenteil erfahren und kann in jedem Moment meine Gefühle und mein Leben so steuern, wie ich es haben möchte. Und bin wieder in meiner Macht und möchte euch, dir jetzt helfen, in deine Macht, in deine Energie zu kommen und kein hilfloses Leben mehr zu leben. Ich danke dir fürs Zusehen und hoffe, dass ich dir auf deinem Weg helfen konnte, und gerne helfe ich dir auch weiterhin.